Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Guild Wars 2. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich dachte, das Adventure wieder, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich sehe hier gerade einen Punkt. Und den würde ich gerne mitnehmen. Der ist da oben. Schau mal, wie wir da hochkommen. Kommen wir hier mit unserem Raptor hoch oder eh? Das war die falsche. Das war der falsche Weg, verdammt. Das war jetzt Käse. Das ist das, was ich sagte. Man springt mit dem dann ziemlich kuriose Wege. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Wir müssen schauen, wie wir da hochkommen. Ich würde nochmal tatsächlich hier versuchen. Nein, hier ist auch der falsche Weg. Wie kommen wir jetzt am besten den Berg hoch? Ich werde das mal bestens zu Fuß machen. Planmäßig abgeschlossen. Ich denke, diese Brücke hält mehr aus als das Original. Klingt gut. Macht mal Pause. Ah, hier kann man hoch. Nötig. Seht ihr das? Wenn man zu Fuß läuft, geht das manchmal besser. Oben, aber ist das hier der richtige Weg? Könnte sein. Wenn ich nicht doch runterfalle. So, da sind wir aber schon oben. Dann können wir uns hier das Video mal anschauen zum Berg. Jetzt nichts Spektakuläres, aber Punkte zu Punkte. Wie gesagt, wir sind mittlerweile jetzt schon so weit fortgeschritten. Ja, ich würde gerne auf mein Pad gehen. Wenn die Sturzgefahr, dass ich hier runterfalle mit dem Pad, ist nicht so schlimm. Wenn ich selber den Segelmann mache. So, das Event brauchen wir nicht nochmal mitmachen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Wie gesagt, wir sind ja schon Level 60. Wir könnten mal in unsere Skillpunkte reinschauen, ob wir noch was zu verskillen haben oder nicht. Hier war auf jeden Fall noch ein Quest oder eine Quest, die wir zu erledigen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier oben nämlich. Und hier diese Kobold-Dinger oder was sind das? Die wir hier brauchen. Was läuft denn da? So mache ich das. Keine Ahnung, ich töte mal einfach die Dinger hier. Zählten schon mal zum Beispiel nicht. Portale kann ich auch nicht angreifen. Dann gucken wir mal die Dinger hier. Zählen auch nicht. Soll Essenzen benutzen, um Dinge zu untersuchen. Wartet mal. Feuerfest. Ich hab die noch nicht. Ich glaube, ich hab die noch nicht. Das scheint wieder so eine ganz kuriose Quest. Wartet. Beschützt den Essenzwächter. Aber welchen Essenzwächter? Bin betriebsbereit. Ich möchte auf einen anderen Realm, wo mehr los ist. Ja. So. Also. Er bitte Daten. Gucken wir mal jetzt. Teleporter.
Ihr könnt die Waffe nicht abfeuern. Okay, jetzt habe ich hier eine Waffe. Jetzt gucken wir mal. Aha, jetzt können wir was machen. Lust zu töten steigt. Jetzt sollen wir den auch töten, oder wie? Aber die Waffe ist kacke, ich möchte es mal nur so angemerkt haben. So, den haben wir auch auf jeden Fall. So. Okay, ich sehe die Quest. Lust zu töten, nicht, ob wir jetzt den einen da noch mitpullen. Der ist auch, ja, seht ihr jetzt genau, ist dort eingetreten, was ich gesagt habe. Wir pullen den jetzt noch. Lust zu töten steigt. Also die Waffe ist nicht gerade die beste, ne? Ja. Dann machen wir mal hier. Töten, steigt. Das auf. Da oben ist auch so ein komischer Fuzzi. Zählt der auch schon, wenn ich den töte? Bestimmt, oder? Ja, der zählt auch, wenn der rumfliegt. Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, wo hätten wir denn noch welche Portale? Da hinten ist ein Portal. Der komische Hund. Dann schieße ich den an hier und ziehe den mit mir mit. Zieh den mit, dann hole ich den Streck 2 raus. In der Hoffnung, dass ich das überlebe auch. Okay, 2 wird wahrscheinlich ein bisschen heavy sein. Aber es scheint nochmal gut gegangen zu sein. Was hat der jetzt auf mich geschossen? Wo kommst du denn her? Jo, tu. Mach dich weg! Bis Jotun. Wenn wir jetzt hier hinten die noch nehmen und dann sollten wir eigentlich fast fertig sein mit der Quest. Da haben wir noch Silber, Erz. Normal. Sind keine Portalsteine. Dann nehmen wir mal hier das Silber mit. Hier
Hier sind wieder Portalsteine. Ich werde den pullen. Nee, doch nicht. Lust zu töten steigt. So, dann bist du schon down. Schnell den auch hier, da hätten wir die Quest schon fertig. Dann ja, machen wir den noch dazu. Lust zu töten steigt. Zack, komm. Und weg mit der blöden Quest hier. Was heißt blöde Quest, aber die. Ich finde die jetzt nicht so toll. Waffe weg. Wir können natürlich schauen, was wir bekommen. Für Karma-Punkte. Das wäre natürlich noch interessant zu. Wissen ist der größte Schatz. Die Edelsteine, ne? Ne, Accessoires sind. Aber da ist jetzt nichts bei. Der könnte interessant werden, aber auf unserem Level lohnt sich das noch nicht. Danke. Und wir zu schnell das Gear tauschen. Ja. Wir wollten reinschauen, was wir hier mit den Punkten machen können. Und ich glaube, wir können sogar das letzte Bild, nee, das können wir mit 71 erst freischalten. Achso, wir können weiter in Luft investieren, ne, haben wir gesagt. Kriegen wir doch bestimmt voll. Ja. Hätten wir Luft auch schon fertig. Dann werden wir jetzt noch Erde und Wasser nehmen. Vielleicht erst Arkan, oder? Ja, doch. Machen wir erst Arkan. Da sind nämlich unsere Punkte schon weg. Und hier, was nehmen wir denn hier? Wartet mal. Gegner unterhalb der Lebensschwelle erhöhten Schlagschadens. Plus 20%. Der hatte bei kritischen Treffern Lufteinstimmung wieder auf. Wildheitsverstärkung. Na. Was haben wir hier? Fügt einen Blitz der Kapuzfläche Gegner. Na, ich glaube, ich würde das nehmen. Erheblichen Schaden. Nehmen wir es mal so. Testen wir mal, wie wir damit klarkommen. Wir wechseln ja sowieso noch ziemlich selten auf Blitz. Aber demnächst werden wir das mehr üben, dass wir schneller wechseln. So, jetzt haben wir aber hier die Quest fertig und hier hatten wir fertig. Es geht natürlich oben auch noch weiter. Aber ich würde jetzt tatsächlich hier unten erst weitermachen. Wir rennen jetzt wieder ganz normal die Straße runter und sehen, was kommt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr gesehen habt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und bye bye.